Heute hören Sie einen Impuls zu dem Lied »Möge die Straße uns zusammenführen«. Die vierte Strophe dieses Liedes passt zu dem heutigen Impuls besonders gut. Zum einen führt der Impuls uns heute durch die Kapellen in unserer Pfarreiengemeinschaft und zum anderen dient er als Segenslied zum Abschied von Pastor Schuh und Gemeindereferentin Hildegard Becker. Wir haben alle ein Stück Lebensweg geteilt, den jeder für sich jetzt alleine weitergeht. Man möchte so viele gute Wünsche mitgeben, muss sich aber auf wenige beschränken. Aber im Refrain wird dann mein Wunsch an alle, die einen anderen Weg gehen als ich selber, mit sehr schönen und alles einschließenden Worten ausgedrückt. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Abschied nehmen. In Zeiten von Corona kann das leider nicht so intensiv und persönlich sein, wie Pastor Schuh und ich das uns vorgestellt hatten. In den 9 Jahren als Gemeindereferentin konnte ich viele Menschen kennenlernen, begleiten und ihr Leben und ihren Glauben teilen. Wenn ich zurückschaue, dann kommt mir das Bild von einem bunten Sommerstrauß. Jede einzelne von ihnen und jede Gruppe hatten eine andere Farbe, ihre eigene Nuance und besondere Fähigkeiten. Und das hat die Zeit hier so schön, vielfältig und bunt gemacht. Jede und jeder von ihnen war einzigartig, in ihrer Freude und mit ihren Sorgen. Und so sage ich ein herzliches Dankeschön jeder einzelnen Blüte, ganz besonders den Kommunionfamilien 2020, die ja bezüglich der Erstkommunion sich lange in Geduld üben mussten und auch noch müssen. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit und Gottes Segen. Liebe Mitchristen, es tut mir leid, dass ich mich nach mehr als 10 Jahren als Ihr Pastor durch die Corona-Umstände nicht so verabschieden kann, wie ich das gerne gehabt hätte, mit einer großen Begegnung mit Ihnen. Hildegard Becker und ich beenden unseren Dienst hier in der Pfarreiengemeinschaft und ich kann von mir sagen, ich habe das wirklich hier mit Freude und Herzblut gemacht. Die 97,4%, von denen ich im Zeitungsinterview sprach, das stimmt. Ich habe gerne hier für Sie den Dienst als Pfarrer in den vergangenen Jahren ausgeübt. Ich danke Ihnen allen für die Gemeinschaft, für das Miteinander, für das Zusammenwachsen, für all die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, einander zu begegnen, in den Gruppen und Gremien, im Miteinander beraten, im Miteinander unterwegs sein, auch bei den Wallfahrten. Ich danke allen, die mitgearbeitet haben in den Verwaltungsräten, in den vielen anderen ehrenamtlichen Zusammenhängen und besonders will ich auch die Messdienerinnen und Messdiener und die Verantwortlichen dort erwähnen. Danke für alle gemeinsame Zeit, für das Miteinander. Dankeschön, dass Sie mich hoffentlich nicht nur wahrgenommen haben als einen, der am Schreibtisch sitzt und Verwaltung macht. Ja, das habe ich auch getan, aber am wichtigsten war mir doch der Dienst der Verkündigung, die gelebte Gemeinschaft im Glauben und der gefeierte Gottesdienst. Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen, bleiben Sie gesund und bleiben wir verbunden. Dankeschön für die gemeinsame Zeit.